Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub gehabt, habe dann jetzt doch mehr gelesen, als ich gedacht habe und habe jetzt irgendwie so einen Stapel mit Comics, die ich reviewen soll, was heißt soll, will. Und hatte jetzt eigentlich ursprünglich überlegt, euch alle in ein Video reinzupressen, hier so eine mega XXL-Folge zu machen. Da ich aber der Meinung bin, dass dadurch vielleicht das ein oder andere Comic verloren geht und ich auch noch irgendwie ein Video von Faustus und so weiter habe, die ich hinten dranhängen möchte, habe ich mich dazu entschieden, das jetzt doch ein bisschen zu splitten und euch jetzt erstmal einen kleineren Comic-Review-Video zu liefern. Was allerdings kleiner auch nicht wirklich hinhaut, weil ich jetzt ja auch einen guten Stapel für dieses Video liegen habe. Bunt gemischter Haufen. Dabei habe ich einmal Feuer und Stein, den zweiten Band Aliens. Dann The Goon, auch der zweite Band und der finale Band am Crossrail Verlag von The Goon. Dazu dann noch ein US-Heft und zwar Daredevil Heft 15, was auch hier eine 1 drauf hat, weil die eine neue Storyline beginnt. Und aus dem wunderbaren Green Lantern Schuhborn Green Lantern Heft 11. Den Anfang machen wir an der Stelle vielleicht am besten mal mit dem dicksten Ding, was hier liegt, und zwar The Goon. Erstmal ein paar Worte zum Cover. Ich finde dieses Cover einfach richtig geil. Everett Powell ist ja so ein Pinselzeichner, also das sieht man zumindest bei den bei der Tusche immer bei ihnen, also wie die Sachen ausgemalt sind. Und wenn man allein diesen wunderschönen kunstvoll geratenen Hintergrund sieht, dazu noch den kunstvollen Hammer, wo das Blut kunstvoll runterläuft, und dazu diesen Blick von The Goon, wo man nochmal zur Abwechslung seiner Augen sieht, was eigentlich eher selten vorkommt. Und dazu hat Eric Powell irgendwo hier drin geschrieben gehabt, dass er das extra mal nur dann macht, wenn die gerade sehr aussagekräftig sind, seine Augen. Und wenn er halt normal guckt, dann muss man sie nicht unbedingt darstellen. Letzter Band gerade eben erwähnt, das habe ich auch erst mit einer der letzten Seiten erfahren, weil hier steht, dass das letzte Band ist, den Crosscut jetzt zum Goon rausbringt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so Goon in Deutschland nicht so beliebt ist oder ob einfach kein US-Material mehr erscheint. Und war es allerdings im Vorfeld nicht ganz so traurig getrimmt, weil ich habe jetzt noch nicht so viel vom Goon gelesen. Ich habe halt diesen ersten Geschichten aus dem Goon-Universum-Band gelesen und jetzt den zweiten davon. Und den ersten fand ich schon ganz cool. Konnte so ungefähr einschätzen, in was für eine Richtung der Eric Powell zeichnet und schreibt. Danach habe ich ja dieses Big Man Plans gelesen, was eines der besten Comics sind, war, was ich 2016 gelesen habe. Und seitdem sehe ich Eric Powell auch ein bisschen mit anderen Augen, weil der Typ hat es halt unglaublich drauf. Also das hat man gar nicht so auf dem Schirm, wie sehr es dieser Typ drauf hat. Und jetzt mit dem letzten Band, den er hier bei Crosscut rausgebracht hat, hatte ich so das Gefühl, dass er nochmal so richtig Gas gegeben hat, weil er Hunger hat, immer noch Hunger hat, und der restlichen Comic-Industrie mal ein bisschen mit die Nase zu reiben, was für ein geiles Ding man abliefern kann beim Independent Verlag. Also das ist unglaublich. An der Stelle vielleicht noch zu erwähnen, in den USA stand das ganze Ding bei Dark Horse Books, bei uns ja bei Crosscut im Hardcover. Und wie gesagt, das war für mich ein reinster Genuss von der ersten bis zur letzten Seite. Erstmal, man hat immer vor jeder Geschichte erzählt mit diesem auf Oldschool getrimmten Filmplakate am Anfang, die allein nur so vor Charme sprühen, finde ich. Und die erste Geschichte ist direkt ein toller Opener mit der Mutter von The Goon, wo man so ein bisschen deren Werdegang sieht und deren traurige Geschichte erzählt wird. Fand ich sehr cool, möchte an der Stelle nicht komplett wegspoilern. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und hat mich dann direkt positiv gestimmt auf dieses Comic, nachdem ich diese tolle Geschichte mit Goons Mutter gelesen habe, die wie alles von Eric Powell wunderbar gezeichnet ist. Ich finde, der hat einen so charmanten Zeichenstil und es kann, glaube ich, keiner so gut hässliche Menschen zeichnen wie Eric Powell. Auch noch so eine weitere Sache von ihm, die ich sehr cool fand. Das war so das erste Kapitel und hat mich dann schon mal sehr positiv eingestimmt auf dem Band. Dann kommt das zweite Kapitel, was ich total lustig fand. Und zwar geht es darum, dass der Goon aus mangelnden Verkaufszahlen einfach mal so einen kleinen Reboot bekommt, da das die beiden Großen ja auch die ganze Zeit machen. Hat sich jetzt Eric Powell dazu entschieden, The Goon auch und Frankie auch Superheldenkostüme anzuziehen und den beiden einen Reboot nach dem anderen zu verpassen. Was dann auch so der Running Gag im nächsten Kapitel hier drin ist, weil die während der laufenden Geschichte schon wieder den nächsten Reboot eingeballert bekommen. In der einen ein Reboot ist dann The Goon auf einmal homosexuell, weil das politisch korrekter ist und andere Gruppen noch zusätzlich ansprechen könnte. In der nächsten Geschichte ist er dann wieder nicht homosexuell, weil das dann doch nicht mehr so passend ist, bevor er dann in der nächsten Geschichte doch wieder homosexuell ist. Seine Origin ändert sich so gefühlt jede Seite und die erleben hier ein Abenteuer, aber durch den kompletten Kostümwechsel alle paar Seiten und so weiter kommen sie gar nicht wirklich zum Kämpfen, weil sie viel zu sehr mit ihren eigenen Reboots beschäftigt sind, was halt irgendwie alle zwei Seiten passiert. Ist eine super tolle, also sind super tolle Schüsse, kann man schon fast sagen, in Richtung Marvel und DC.
DC, mehr in Richtung Marvel, weil hier Marvel ein bisschen mehr auf die Schippe genommen wird. Allerdings, wenn man das hier sieht, das ist halt schon eine Anspielung auf Batman und Robin. Und ich fand es einfach nur viel zu cool. Also, es war so lustig. Und Aaron Powell zeigt an der Stelle auch nochmal ganz schön, dass er auch anders zeichnen kann. Weil, wenn man sich mal seinen anderen Stil, wie auf dem Cover und so weiter, anguckt, der teilweise ein bisschen verwischener ist, cartoonlastiger und von der Kolorierung durch und durch Independent-Stil, sieht man direkt hier an, dass er auch Superhelden zeichnen könnte und kolorieren, wenn er da wirklich Bock drauf hätte und das gar nicht wirklich auffallen würde. Los, er lässt direkt durchsickern, dass er da gar keinen Bock drauf hat und er schießt eigentlich mehr in Richtung Marvel und DC wie alles andere. Er schießt auch in Richtung grüner und blauer Hulk, weil es dann auf einmal einen grünen, gelben und blauen Goon gibt, fand ich auch recht lustig. Und dann zum Schluss wieder zum grauen Goon und das endet in so einer iPod-Werbung. Absolut herrlich, absolut herrlich. Daraufhin folgt dann eine Geschichte, die während der Prohibition, oft Name ist falsch ausgesprochen, spielt, also die Zeit, wo der Alkohol in Amerika verboten ist, und The Goon anfängt, Alkohol zu brauen, zusammen mit Frankie, um den illegal zu verkaufen, weil sie sehen, dass man damit eine schnelle Mark machen kann. Das gefällt dann anderen Gangstern nicht, die auch Alkohol illegal verkaufen, und das Ganze endet dann in einem Rennen darum, wer jetzt da weiter illegal Alkohol verkaufen darf und wer nicht. Da allerdings Eric Powell anscheinend nicht wusste, wie er die Geschichte zu Ende bringen soll, schreibt er einfach genau, wie das Rennen genau verlaufen ist, weiß man nicht, und präsentiert einem dann auf der Splash-Page dieses wunderbare Bild. Total cool. Daraufhin kommt dann eine größer angelegte Storyline mit so Magiern, die die Stadt von The Goon übernehmen wollen, und dieser wunderbare Trash-Humor mit derben Sprüchen, die nicht immer politisch korrekt sind, aber total lustig und alles. Es ist einfach total cool. Oder dieser Running Gag, da ist irgendjemand hinter Frankie hinterher und kackt ihn überall hin, ob es jetzt, wenn er sich umdreht, das Bierglas ist, ob es morgens auf dem Wecker ist. Das ist so ein gutes Beispiel für den Humor, den Eric Powell halt hat, der halt manchmal absolut drüber ist, so ähnlich wie bei Family Guy, bloß auf eine andere Art und Weise. Und ich feiere es total, oder irgendwie, man ist mittendrin und auf einmal wird man so ein bisschen rausgerissen, weil dann erstmal 20 Seiten lang Skizzen von hässlichen Leuten kommen, weil Eric Powell so ein Skizzheft anscheinend hat, wo er den ganzen Tag hässliche Leute skizziert, immer wieder, wenn ein hässliches Gesicht anfällt. Das kriegt man dann auch mal so zwischendurch 20 Seiten präsentiert. Und das ist halt ein wunderschönes Beispiel dafür, was Eric Powell zeichnerisch oder beziehungsweise mit dem Pinsel und dem Stift drauf hat. Großer Fan von denen geworden, wie ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit raushört. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon des Weiteren rausgehört, dass ich das Ding extremst abgefeiert habe. Und deswegen ist da meinerseits einfach nur eine 5 von 5 drin. Viel weniger kann ich dafür nicht geben. Absolute Kaufempfehlung, ein ganzes Stückchen besser als der erste Band. Das ist auch so gesagt für Quereinsteiger. Wenn ihr mal Bock habt, irgendwie was von Goon zu lesen, weil ihr vielleicht auch gerade Big Man Plans gelesen habt, ihr könnt euch auch den zweiten Band holen, ohne den ersten gelesen zu haben. Auch wenn ihr die Figur gar nicht kennt, kommt ihr mit wunderbar klar und habt echt ein tolles Stück Comic-Geschichte in der Hand, kann man schon so sagen. Also ich bin echt ganz, ganz begeistert davon. Richtig tolles Comic. So, dann machen wir mal weiter mit Marvel, und zwar Daredevil Heft Nummer 15. Ist jetzt mein Quereinstieg in die US-Hefte gezwungenermaßen. Ich meine, ich sag's mal wieder, zurzeit lese ich echt einige US-Hefte. Also ich habe jetzt hier gerade so einen Lesestapel an US-Heften liegen. Ich kann mal gerade eine Kamera halten. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so viele US-Hefte bei mir auf dem Lesestapel sammeln werde. Macht aber auf Zeit richtig viel Spaß. Ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft, wo ich auch weiß, dass sie in Deutschland erscheinen. Aber in erster Linie wollte ich eigentlich gucken, dass ich mir Sachen hole, die nicht in Deutschland erscheinen. Und das wird halt immer Daredevil aus mangelndem Verkauf sein, wird von denen nichts mehr auf Deutsch erscheinen. Und war jetzt so ein kleiner Quereinstieg. Der Quereinstieg ist mir recht gut gelungen. Ich würde sagen, ich blicke fast komplett durch. Sind vielleicht noch ein, zwei Fragen, die offen sind, aber das wird sich dann später mit dem Kontext ergeben, oder ich werde mir vielleicht die ersten beiden Trades nachkaufen. Die Geschichte fängt damit an, dass sich Matt Murdock mit anderer Identität in eine Schurkenbar, die den meisten bekannt ist. Ich weiß gerade nicht ein, wie sie heißt. Es ist irgendwo hier eingeblendet, wie die Schurkenbar heißt. New York, The Bar with No Name. Ja, also sie hat keinen wirklichen Namen. Er geht da halt mit anderer Identität hin und gibt den Auftrag, dass Daredevil sterben soll, am besten von den krassesten Bösewichten überhaupt. Was halt den Hintergedanken hat, dass er als Daredevil keinen Bock hat, die ganzen Bösewichte zu suchen, und sie direkt so zu ihm gelaufen kommen und er so weniger Mühe hat, sie platt zu machen. Das ist die Storyline, die auf der einen Seite läuft, und auf der anderen Seite hat er viele Sorgen und so weiter und beschließt sich dazu, dann in eine Kirche zu gehen, da einen Pfarrer aufzusuchen und die Beichte abzulegen, mit der Hoffnung, dass es ihm danach besser geht. Der Pfarrer, an den er da
gerät, findet das gar nicht lustig. Und kotzt sich bei ihnen erstmal aus, dass die meisten Leute, die so mit der Kirche nichts am Hut haben, dann jetzt meinen, auf einmal die Beichte abzulegen, 10 Ave Marinas zu beten und danach ist alles wieder gut. Das findet er gar nicht gut. Sagt, du hast mich auf falschen Fuß verpasst. Geh aus der Kirche raus, komm nochmal neu rein, guck mir in die Augen und sag mir, was du willst. Fand ich, war eine wunderbare Szene. Eine der stärksten Szenen aus diesem Heft, waren auch schon 20 Seiten. Aber hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite gefallen mir die Zeichnungen sehr gut. Ist halt so mehr in die Independent-Richtung angelegter Zeichenstil. Hatte einen tollen Cliffhanger, das Heft. Und hat mir echt Spaß gemacht. Also für Quersteiger sei auf jeden Fall gesagt, könnt euch ruhig hier Heft 15 holen. Ich hab's auch geschafft, da durchzublicken. Tolles Heft. Ich gebe an der Stelle mal 4 von 5 Punkten. Da möchte ich mir die 5 von 5 noch offen lassen, weil das definitiv mehr drin hat. Halt 4 von 5 von mir jetzt bekommen, weil ich die Zeichnung sehr toll fand. Ich fand, die Story war sehr echt geschrieben. Und die Szene mit dem Pfarrer fand ich unglaublich toll. Hatte einen unglaublich tollen Charaktermoment. Und auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. So, und dann geht's weiter mit Aliens. Das ist jetzt hier Feuer und Stein, Band 2 von 4, mit einem unglaublich fetten Cover. Seht ihr selber. Ich muss dazu sagen, ich will gerade parallel mit meiner Frau die ganzen Filme an reingucken, weil meine Frau mir letztens gebeichtet hat, dass sie die Alien-Filme noch nie gesehen hat. Und dann habe ich mir jetzt direkt diese Box geholt zum 20-jährigen Geburtstag. Da ist Alien 1 bis 4 drin. Und ich habe jetzt die ersten beiden nochmal gesehen und die machen echt unglaublich viel Spaß, die Filme. Das Comic hier geht so ein bisschen in Richtung vom zweiten Alien-Film. Und zwar hat man hier eine Kolonie, die zum Terraforming auf dem Planeten, ich glaube LV22 ist es, LV426 ist hier so eine kleine Kolonie zum Terraforming, bloß wie es halt immer so ist, wird sie dann von Aliens heimgesucht und die ganze Kolonie wird überrannt, eine Gruppe von Leuten schafft es dann zu fliehen und ist dann mehrere Monate oder ich glaube es ist sogar fast ein ganzes Jahr auf der Flucht vor den Aliens durch die Gebirge des Planeten, wo sie gerade sind, wo sie auch feststellen müssen, ey, der Planet ist schon richtig krass geterraformt, also gibt es richtig Wälder, es gibt richtige Luft, die man atmen kann und und. Einzige Merkwürdige ist halt, dass es jetzt hier so Mischwesen gibt, wie es auch schon beim ersten Mal mit den Prometheus war, wo man alle möglichen Kreuzungen aus Alien und sonst was gefunden hat. Einer der Wissenschaftler, die auf der Flucht sind, kommt auch so ein bisschen mehr auf den Grund und hat sich so ein eigenes Versteck gemacht, weil irgendwann haben sie halt so einen gewissen, so eine Lichtung, auf der sie leben und darüber gibt es so eine kleine Berghöhle, wo er dann weiter die Forschung führt, ohne dass der Rest der Kollegen das mitbekommt, weil das so ein bisschen im Geheimen hält. Und ja, richtig tolles Comic. Hat so ein bisschen den Charme von, sag mal, Prometheus, also dem Film, featuring den zweiten Alien-Film. Wenn man die beiden Sachen so ein bisschen zusammenmischt, hat man im Endeffekt dieses Comic, ganz großes Kino. Ich muss echt sagen, also das, was aktuell hier mit den Alien-Franchise in Comics abgeht, gefällt mir richtig gut. Es sind tolle Thriller-Horror-Action-Comics, kann man sagen. Die Zeichnungen, seht ihr selber, sind halt sehr independent-mäßig. Ich bin von sowas ein großer Fan, das ist halt nicht jedermanns Sache. Kann aber sagen, mir hat das Comic echt von der ersten bis zur letzten Seite Spaß gemacht. Wird sogar behaupten, dass man das hier lesen kann, ohne den ersten Band gelesen zu haben. Kann man so für sich stehend lesen. Cooles Ding. Kriegt von mir auch so eine sehr starke 4 von 5. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, und zu guter Letzt eine kleine Herzensangelegenheit von mir. Ihr wisst, ich bin extremst die Green Lantern Schuber am Abfeiern. Habe jetzt hier das nächste Heft gelesen. Wieder mit 2 Cover. Einmal sieht man hier ihn mit Donna Troy vorne drauf. Einmal mit dem Batman-Symbol im Hintergrund. Und das erste Heft, man hat es in den letzten Heften schon absehen können, beschäftigt sich tatsächlich mit der Trennung zwischen Donna Troy und Kyle Rayner. Am Anfang sieht noch alles ganz gut aus. Donna Troy hat hier John Stewart dabei, der zu dem Zeitpunkt schon kein Green Lantern mehr ist. Aber will mitnehmen, wenn er so ein paar Erfahrungsberichte an Kyle weitergeben kann, wie es halt ist, Green Lantern zu sein und und. Kyle ist allerdings in der Zeit ein Bild am Malen von seiner Nachbarin, die akt für ihn posiert, was natürlich Donna Troy gar nicht gefällt, als sie in die Wohnung reinstört. Das Ganze endet in einer Szene und ist dann eigentlich ab da nur noch purer Beziehungsstreit, weil die beiden halt feststellen, dass sie nicht mehr so glücklich sind. Ich fand es echt richtig toll, aber es heißt richtig toll, Beziehungsstress ist nie toll, aber ich finde es toll, dass hier Ron Mars hingegangen ist und tatsächlich ein komplettes US-Heft komplett aus Beziehungsstreit geschrieben hat. Also es wird nichts anderes thematisiert. Hier wird zwar noch kurz eine Unterhaltung, man kriegt hier noch kurz eine Unterhaltung zwischen John Stewart und Kyle Rayner und es wird leider noch ein kleiner Kampf mit reingepresst auf die 20 Seiten, der für mich ein bisschen fehlplatziert ist. Für mich hätte das besser funktioniert, wenn das nur aus den Beziehungskrisen und der Unterhaltung zwischen John Stewart und Kyle Rayner bestanden hätte. Allerdings, in den 90er Jahren war das wahrscheinlich nicht actionreich genug für eine DC Veröffentlichung, weswegen der Ron Mars unbedingt noch diesen Kampf mit reinbringen sollte. Trotz dessen
eins der Hefte, ich habe heute das Wort Charaktermomente irgendwie gepachtet. Aber es hat halt echt wunderbare Charaktermomente. Und sowas gibt es heute im Superhelden-Comic-Sender viel zu selten, dass man tatsächlich hingeht und ganz erst Heft nur der Beziehung eines Superheldens und seiner Freundin oder zwei Superhelden widmet. Und war traurig, dass die beiden sich getrennt haben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann das der Fall sein wird. Ich wusste nämlich, dass die beiden sich wieder trennen. Das werden die meisten wissen. Ich glaube, Dr. Faustus hat ein letztes Video geschrieben, dass er nicht das wusste, dass die beiden jemals zusammen waren. Auf jeden Fall ganz großes Kino, nachvollziehbar, warum sie sich beide getrennt haben. Zwei glaubwürdige Charaktere gibt es so im Superhelden-Genre leider eher selten. Im zweiten Heft geht alles darum, dass John Stewart, wollte schon sagen, Kyle Rayner Gotham City aufsucht, weil er sich dort von Batman trainieren lassen möchte, weil er der Meinung ist, dass er jetzt halt einen neuen Mentor braucht. Batman hat da gar keinen Bock drauf. Zufällig ist allerdings Aaron Scott in der Stadt und es läuft darauf hinaus, dass Aaron Scott jetzt der neue Mentor von Kyle Rayner wird, auch wenn er ein bisschen angepisst darüber ist, dass er jetzt eher die zweite Wahl ist und er eigentlich ungern die zweite Wahl und lieber die erste Wahl ist. Das hat er mit so einem leichten Zwinkern auf den Augen gesagt und ja, wieder ganz tolles Heft. Wurde letztens ein bisschen kritisiert, weil ich da eine 5 von 5 gebe, aber an der Stelle kann ich schon mal sagen, es ist eine 5 von 5 für mich. Und jetzt nochmal so ein bisschen erklärt zu meinem Bewertungssystem, weil mir letztens gesagt wurde, dass wenn ich einen Watchmen eine 5 von 5 gebe und den Heft eine 5 von 5, dann müssten beide Hefte, oder jetzt, ich habe ja gerade auch den Goon eine 5 von 5 gegeben, dann müsste das ja immer auf einer Augenhöhe mit Watchmen sein. Aber so ist das nicht ganz, weil das ist so ein bisschen wie in der Schule. Da gibt es ja eine 1, aber keine 1 plus. Und wenn man was erreicht hat, was sehr gut ist, dann gibt es ja keine Steigerung mehr von der Benotung, weil es gibt ja keine 0 als Note. Und so ist das mit mir auch ein bisschen mit den Comics. Ich hatte anfangs überlegt, wo ich das gestartet haben mit diesem Bewertungssystem, dass ich wirklich nur absolute Klassikern und vielleicht einmal im Jahr eine 5 von 5 gebe. Allerdings, nee, habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil wenn mir ein Comic richtig gut gefällt, das heißt, die Story fesselt mich und die Zeichnungen waren gut und ich habe daran nichts auszusetzen, dann ist es nun mal eine 5 von 5. Wie hierbei. Ich habe zwar den kleinen Kampf auszusetzen, allerdings ist das nur eine Sache von zwei Seiten von insgesamt über 40 und das kann ich in dem Fall verzeihen, deswegen ist das für mich eine 5 von 5 und in dem Fall hatte ich auch nichts auszusetzen und deswegen ist das hier für mich auch eine 5 von 5. Es ist beides kein Watchmen, das ist auch gut so, weil wir wird sowas wie Watchmen alle paar Jahre geben, wäre Watchmen nichts Besonderes mehr, aber trotz dessen hat es mich von der ersten bis zur letzten Seite gut unterhalten und deswegen eine 5 von 5. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier richtig erklärt und ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, warum ich auch Comics, die nicht auf dem Niveau von Watchmen sind, eine 5 von 5 geben, wenn wir mich gut unterhalten haben. Ansonsten sehr gesagt, bitte ballert mir in die Kommentare rein, wenn ihr auch was davon gelesen habt und wenn ja, was ihr davon gelesen habt und wie es euch gefallen hat und ich würde das gerade sagen, das würde mich ganz so, dass das und das und das Comic interessiert, aber in dem Fall interessiert mich tatsächlich die Meinung zu allen Comics, die ich hier gezeigt habe, aber vielleicht doch, ich habe zwei Sachen, wo es mich ganz besonders interessiert und das ist einmal The Goon, ob ihr den Band auch so krass abgefeuert habt und ob ihr Daredevil aktuell auch im US lest, weil ihr es auch so schade findet, dass davon nichts mehr auf Deutsch erscheint. Das war's von mir, wie gesagt, ballert es in die Kommentare, lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann seht ihr es von nächsten Mal, Jungs und Mädels, haut da rein!